Servus, ich habe wieder mal was bestellt und zwar bei Cosmetic for Less. Und ja, ich habe mir gedacht, ich muss das einmal machen. Ich habe es jetzt wirklich getan und ich habe mir direkt einmal alle Sachen bestellt, die was mich interessiert haben, die was ich haben wollte. Eigentlich ist es nur von Revlon alles, weil die anderen Produkte haben mich jetzt nicht so interessiert. Die kriege ich halt so bei uns, glaube ich, auch. Und Hydra hat gerade geknurrt, ich glaube, die schlaft gerade. Und ja, ich wollte euch einmal sagen, was mich alles so interessiert hat und die haben mir wirklich alles davon gekauft und ich habe auch noch so ein Überraschungspaket dabei. Weil ich so viel von Revlon bestellt habe. Aber jetzt zeige ich euch als erstes einmal die Sachen, die was ich mir bestellt habe. Also das erste, was ich mir bestellt habe, ist von Revlon und diese Palette. Die schreit doch förmlich nach mir, oder? Die schreit, na, nimm mich mit, nimm mich mit! Die ist richtig, ups, also da fällt schon der Pinsel raus. Richtig cool. Die schaut so aus, es sind matte Töne und glitzernde Töne. Ich hätte mir jetzt mehr glitzernde Töne gewünscht. Und ich werde euch am besten einmal ein Swatch jetzt an einblenden. Ich werde das jetzt nicht direkt machen. Ja, und ja, die Palette gefällt mir sehr gut. Bin schon echt neugierig. Jetzt habe ich sie noch nicht ausprobiert. Und vom Swatch her habt ihr jetzt eh schon gesehen, wie die Farben sind. Ich weiß es nämlich noch nicht. Ich werde sie wahrscheinlich erst morgen swatchen. Und ich finde aber die Farben genial. Also wenn die wirklich so, wie sie da sind, am Auge sein, richtig, richtig cool. Deswegen habe ich mir unbedingt die mitnehmen müssen. Dann eine Palette, wo ich gar nicht gewusst habe, dass die so toll ausschaut. Die glitzert voll, voll glitzerig. Ja, die ist, wow, so groß. Aha, da sind sogar die Namen dabei. Das hat jetzt geblendet. Das schaut so aus, total genial. Also wirklich wieder total tolle Farben. Es sind die Namen auch dabei. Es sind auch glitzernde und matte und oder schimmernde und matte, aber total tolle Farben. Es hat auch nach mir geschrien und ich finde, da ist er schöner. Also gerade in diesem Violettbereich bin ich ja sehr oft, ich mache aber auch sehr oft was mit Blau, mit Grün, eigentlich alles außer diese Rottöne. Rot benutze ich sehr selten. Ob der einzige Rotton, der so richtig rot ist, ist eigentlich gar keiner. Also eigentlich ist davon gar kein so richtig rot. Oh Gott, ich muss mir die Paletten retten. Oh, Hydra! Sie sitzt auf meine Ohren. Mäuschen. Du wirst bei mir bleiben. Ist das wichtig? So. Gut. Also auf jeden Fall, die Palette gefällt mir auch sehr gut. Ich blende euch jetzt ein Glamour die Swatches ein. Ja, auf jeden Fall werde ich die sehr viel testen und die war halt auch voll interessant für mich und deswegen habe ich sie einfach mitnehmen müssen. Dann eine Revlon Palette wieder einmal. Ich habe alles nur Revlon bestellt und zwar ist das eine Highlighter Palette, wo drei Highlighter drin sind. Das Stück aus und ja. Also es ist da drinnen ein gelber, ein hellrosaner und einer, der was ein bisschen ins Violett Fliederne reingeht. Ich finde sie sehr, also auch wieder ganz schöne Sachen beschneiden, wie sich die verarbeiten, wie sich das, also ich kann ja eigentlich direkt reingehen, oder? Ich werde einmal alle drei swatchen, weil das sind nur drei Farben. Ich bin jetzt schon sehr neugierig, wie die ausschauen. Ja, sind sehr schön. Sind wirklich, wirklich schön. Ja. Der gelbe kommt eher wie ein goldener rüber. Und die anderen sind eher so pinklich, schauen eigentlich sehr gleich aus. Ich freue mich schon, sie auszuprobieren. Ich finde es toll, dass da überall so ein großer, schöner Spiegel dabei ist. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Weiter geht's mit einem Lippenstift, der ist auch von Revlon, natürlich. Und das ist so ja, wie soll man sagen, so ein Alltagston. Und ja, der schaut so aus. Die Verpackung finde ich genial. Und mir kommt vor, die sind auch irgendwie kleiner wie die anderen.
Aha, da drin steht dann nochmal Rebron. Sieht man das? Ja, und die Farbe schauen wir uns jetzt als nächstes an. Die Farbe ist sehr schön. Das kann ich mir gut im Frühling vorstellen. Das ist ein richtig schöner Frühlingston. Werde ich auf jeden Fall diesen Frühling benutzen. Bin jetzt schon total begeistert. Könnte immer fast hätte noch auf tun, aber nee. Ich will mich jetzt einmal noch umschminken, weil es ist schon voll spät und ja, es ist heute sowieso so komplizierter Tag gewesen. Gut, gehen wir weiter. Was gibt's denn da drinnen noch? Wie heißen denn die? Heute habe ich so richtig tolle Worte. Das ist ein Gloss, ein Lipgloss. Und zwar sind das drei Lipgloss. Ich weiß nicht, warum ich mir drei Lipgloss gekauft habe. Allerdings habe ich mir gedacht, die schauen irgendwie cool aus. Deswegen habe ich sie mir halt genommen. Ja, die schauen so aus. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie der alle benutzen werde. Aber ich werde mal den swatchen, den was ich ganz sicher benutzen werde. Und die anderen werde ich aber damit zur Seite tun. Vielleicht ein Losio an davon. Tun wir den einmal swatchen. Wie schauen die aus? Boah, die sind aber ganz schön deckend, ha? Sind das doch keine Lipglosse? Auf jeden Fall, den da darf ich nicht mehr verschenken, aber doch, da steht Lipgloss drauf. Ein sehr pigmentierter Lipgloss, finde ich super. Also so eine Lipgloss kann es ruhig öfters geben. Und meistens sind sie so richtig shiny und dann kann man sie erst gar nicht nützen. Und jetzt haben das total Interessante. Was ist da drinnen? Also am liebsten hätte ich das heute den ganzen Tag ausgepackt und jetzt öffnen wir es mal gemeinsam. Schauen wir mal rein. Oh, das ist nochmal verpackt. Jetzt habe ich natürlich keine Schere da. Hahaha, boah, das haben sie aber gut verpackt. Jetzt bin ich aber neugierig. Was da drinnen ist? Oh, ich glaube, ich sehe eine Palette. Oh. Wow, fangen wir direkt einmal an mit der Wimperndusche. Und zwar, ist das auch von Revlon? Ich weiß es nicht. Freedom, na, das ist nicht, keine Ahnung. So eine Wimperndusche. Ich werde es jetzt geschlossen lassen, weil Wimperndusche benutze ich gerade sehr viel und ich will nicht noch eine aufmachen. Dann, ich bin verliebt von Freedom. Also das ist alles von, ach, aber von, also von Freedom ist da so eine wunderschöne Palette drin. Hallo? Ist das schön? Wow, also das Violett ist total meins. Diese Blautöne finde ich total genial. Also, ja, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Schaut echt schön aus. Ich kenne von Freedom, also das kenne ich gar nicht vom Namen her. Gehen wir gleich weiter. Was ist das? I Love Make-up. Das ist Lip Lava? Lip Lava? Hä? Schauen wir mal rein, was es ist. Ich kann das jetzt gerade gar nicht zuordnen, was das sein soll. Ach, das ist ein Lipstick. Ein Liquid Lipstick. Kenne ich überhaupt nicht. Der ist violett. Wow, bin ich schon mega neugierig. Damit kann ich fast einmal unser Make-up schminken, was da drinnen ist. Vielleicht werde ich das alles einmal dann testen in einem Gesamtvideo. Dann ein Highlighter-Stick. Diese Flüssig-Highlighter, mit denen tue ich mir eigentlich immer sehr schwer, aber bin sehr interessant, ob der vielleicht besser ist. Der ist von Revlon und schaut auch super aus. Muss ich gleich mal reinschauen, wie der ohne Verpackung ausschaut. Der schaut so aus. Wow. Okay. Den können wir ja mal swatchen. Highlighter, ich liebe Highlighter. Der ist da, sieht man den? Okay, der ist total gold. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das passt eigentlich gut. Den habe ich schon ziemlich zusammengematscht. Jetzt dann sieht man das. Coole Farbe. Also, er fühlt sich sehr angenehm an. Er riecht durch irgendwas, aber ich kann es nicht einordnen. Cool. Das ist ein cooles Bäckchen. Dann ist ein Lippenstift drinnen von Freedom. Und zwar einer in dieser Farbe. Das ist jetzt die Frage. Was fliegt noch für die Stirn runter? Das ist die Frage, ob mir dieser Farbe passt. Ich werde mir da warm zur Seite tun. Vielleicht kenne ich jemanden, der was das passt. Was bist du? Das sind drei Farbnuancen. Konturkit, also das wird wahrscheinlich Kontur sein und das wird Highlighter sein.
total tolle Sachen. Also ich bin von diesem Überraschungspaket jetzt total begeistert. Und dann noch eine Palette. Was ist denn das? So was habe ich, glaube ich, sowas habe ich sogar auch mal angeschaut. Das ist diese Ultra Color. Und kommen wir wieder mal raus. Die schaut so aus, total schön. Also hat wirklich ein schönes Design. Ich hoffe, es ist das letzte Mal, wo ich drin bestellt habe, aber jetzt haben sie mich gerade total geflasht. Ich bin total begeistert. Oh, ist das nicht schön? Oh, ist total schön. Das sind Puder und Highlighter. Und also ich denke, das sind ganz normale Puder, Konturtöne und Highlighter. Hallo? Total schön, also. Wow, ich bin total... Das passt auch gut mit der Highlighter-Palette zusammen. Die schauen ungefähr gleich aus. Die Paletten passen echt gut zusammen. Also ich bin total begeistert. Hallo? Das war jetzt alles in diesem Überraschungspaket drinnen. Also das habe ich nicht gezahlt. Das habe ich gratis dazu gekriegt. Also... Diese Palette hat eigentlich über drei Paletten gratis dazu gekriegt. Die da. Alle davon sind, oh, müsste ich vielleicht einmal zeigen, wie sie von vorne ausschauen. Alle davon sind total cool. Ein Highlighter-Stick, ein Lippenstift, dann weiß nicht ganz genau, was das ist. Auf jeden Fall ist es für LED und für die Lippen. Und eine Wimperndusche. Hallo? Ja, das war's. Und die anderen Sachen habe ich mir selbst bestellt. Also, bin total begeistert. Vielleicht werde ich doch öfters bestellen, weil das zahlt sich dann schon aus, wenn man wirklich so viel auch noch extra dazu kriegt. Und ja, was meinst ihr? Sind das coole Produkte? Ich war total begeistert. Also eigentlich habe ich bestellt. Der einzige Grund, warum ich unbedingt bestellen wollte, ist wegen dieser Palette. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich sehe, dass die da matt sind, bin ich mit allen anderen fast noch zufriedener, will ich sie noch früher ausprobieren. Also, ja, jetzt bin ich extrem neugierig auf alles. Also ab jetzt wird es wahrscheinlich auch Baguette Ready With Me mit Revlon und wie heißt das? Freedom. Freedom, glaube ich. Freedom geben. Ja, das war jetzt schon wieder mein Haul und ja, jetzt habe ich Kosmetik eigentlich vollkommen ausreichend. Also ich habe schon vorher ausreichend gehabt, jetzt habe ich wirklich, wirklich, wirklich übermäßig ausreichend. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Nein, ich sage, ich bestelle jetzt dann dieses Jahr trotzdem einmal dort und ich werde jetzt dann wahrscheinlich die nächsten zwei Monate nicht Kosmetik mehr kaufen. Hoffe ich. Ich wünsche euch jetzt was. Bis dahin. Für euch.